ab in die letzte Herausforderungsreihe. Die gehen wir gemeinsam durch. Starten mit Abyssin umarme die Flamme. Gehen wir rein da. Wird ein bisschen komplizierter, deswegen mache ich es ein wenig langsamer, damit man das sieht. Zuallererst bewegt ihr eure drei vordersten Einheiten nach ganz vorne. Spielt den Tiger vor den Helden. Gebt ihm. Setzt euren Helden nach ganz vorne. Bringt eure mitwichtigste Einheit nach hinten. Den Schattentänzer, die Schattentänzerin. Dann haut ihr den um. Greift diese Einheit an. Mit Oberwurf. Bringt die obersten Einheiten nach vorne. Greift diesen an. Macht dieses Feld zu, indem ihr den hier runtersetzt. Zaubert diesen Zauber Schattenbrut zu eurem Helden. Der setzt jetzt zwei Eindringlinge, zwei Schergen um euren Helden. Wupp. Sollte funktionieren. Den da rein. Und gewinnt dieses Match. Victory. Mission Nummer 2 ist ein bisschen einfacher. Der Durchbruch, wie die erste eben, die wir gesehen haben, gehen das trotzdem relativ langsam und übersichtlich durch. Als erstes senken wir die Kosten für unsere Schärke. Einfach rein den Zauber. Das heißt, wir können diese Schärke neben den General setzen. Teleportieren ihn neben den Helden. Zack. Setzen den hier hin. Entzaubern dieses Feld. Boosten unseren General mit plus 4 Angriff. Und boosten nochmal unser General mit nochmal plus 1. Haben dann 7 Angriff. Und hauen ihm ins Gesicht. Victory. Etwas einfacher wie die davor. Nummer 3. Wanna. Letztes Flüstern. Besiege den Abyssin-General in einem Zug. Dafür, wir haben hier außen diese Kristalle. Bewegt den nach vorne. Setzt diese Scherge auf den Mana-Boost. Bringt die Schwester hier rein. Tauscht, indem ihr diese teleportiert, die beiden Positionen. Springt den Kriegsvogel. Setzt eure Wische ran. Und haut ihn um. Victory. Nummer 4. Vitruvian. Zurückerlangte Relikte. Hierzu müssen wir unsere Karte Deck traden, austauschen. Bringt diesen Schergen rein. Bekommen noch ein. General bekommt Strahl. Doppelten Schaden. Bringt diese Einheit hinter diese Einheit. Bringt ihn zum Sterben, weil er hat den Bonus, dass wir eine Karte ziehen können. Zack. Bringt nochmal plus 2 Schaden. Bringt den Strahl einmal hier durch. Und finisht den gegnerischen General mit dieser Einheit. Weg ist er. Einfache Sache. Kriegen wir hin. Zu guter Letzt die Nummer 5. Inspirierende Gegenwart von Lyanar. Mit Eifer geben wir diesem Schergen einen plus 2 Boost, weil er direkt neben dem General steht. Hauen ihn um. Bringen den General nach vorne, damit er hier geboostet wird. Geben ihm den Kartenbonus, wenn er stirbt. Hauen den provozieren General. Bekommen dadurch diese Karte, die wir nicht brauchen. Traden diese, austauschen. Setzen den Teleporter-Schergen hier rein. Wählen den General. Setzen ihn nach vorn. Die beiden bekommen ihren Boost. Teleportieren unseren Mana-Schmied nach vorne. Geben einen von diesen dreien einen plus 2 Boost.
Und attackiere mit allen dreien diesen General vom Gegner. Und gewinnen die letzte Runde. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Vielleicht können wir die beantworten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.